Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Produktvorstellung. Das ist er, der neue Adidas Ultra Boost 5. Damals wie heute, Kern des Schuhs ist die Dämpfung, das Boost-Material. Vor knapp 9 Jahren, 2015, hat Adidas den ersten Ultra Boost rausgebracht und wollte damit den Laufmarkt revolutionieren. Das Material wurde damals zusammen mit BASF entwickelt und bestand aus vielen kleinen Kügelchen, die zusammen zu einer Sohle verklebt wurden, die die Aufprallenergie aufnehmen und als Rebound wieder rausgeben. Das Material, das Boost-Material, kam so gut an, dass es auch in viele andere Schuhe und Schuhmodelle bis hin zu Golfschuhen, Snowboard-Boots, Wanderschuhen, Trekking-Schuhen, Kletterschuhen, aber natürlich auch in allen Sneakern eingesetzt worden ist. Heute haben wir eine deutlich leichtere Version des Materials. Es hat sich ständig weiterentwickelt. Es ist widerstandsfähiger geworden, es ist deutlich leichter geworden und es gibt noch mehr Energie zurück. Im aktuellen Modell, dem 5er, haben wir die Variante 2 oder Version 2 des neuen Lightboost-Materials verbaut. Wir haben nicht nur neues Material, auch die Geometrie des Schuhs hat sich verändert. Wir haben 9 mm mehr Dämpfung im Vorfuß. Das sieht man deutlich, wenn man den alten Schuh mal neben anstellt. Entgegen dem Trend ist der neue Ultra Boost sogar deutlich schlanker geworden. Trotz des mehr Materials im Vorfuß, aber durch die schlankere Optik und das neue Material ist dieser Schuh jetzt sogar leichter als sein Vorgänger. Das macht 7 Gramm bei den Herren aus, 14 Gramm sogar bei den Frauen und durch die höhere Positionierung des Vorfußes haben wir 2% mehr Energy Return. Das bekannte Adidas Torsionssystem, man sieht es unten in Gelb durch die Sohle scheinen, unterstützt die Abrollbewegung des Fußes und stabilisiert den Fuß in seiner Torsion. Die Sohle, weiterhin in Zusammenarbeit mit Continental, bietet genügend Grip bei allen Witterungsbedingungen und auf fast allen Untergründen. Das PrimeKnit-Obermaterial ist atmungsaktiv und durch viel Stretch hat der Schuh eine super Passform. Stabilisiert wird die Ferse durch eine Kunststofffersenkappe. Und wer noch etwas mehr möchte, beziehungsweise weniger, für den hat Adidas den Ultra Boost 5X. Optisch ähnlich, aber man sieht es gleich. Der Kunststoffkäfig fehlt. Dadurch ist der Schuh noch leichter und auch noch etwas weicher. 265 Gramm versus 290 Gramm. 25 Gramm macht das aus, aber es sind 8% Gewichtsunterschied. Vorteile, Nachteile, welchen soll ich kaufen? Soll ich beide kaufen? Muss jeder für sich entscheiden. Hier für den 5X spricht einfach das Gewicht. Der normale 5er oder der 5 Ultra Boost 5 hat ein wenig mehr Stabilität. Aber das sind wirklich Kleinigkeiten, die sich höchstens im Grenzbereich auswirken. Für wen sind die Schuhe geeignet? Für sportliche Läufer, die auch gern mal längere Einheiten zurücklegen und dabei auf ein sportliches, dynamisches Laufgefühl stehen.